Deutschlandfunk, Sternzeit. 18. September. Hans-Emil Schuster, der gute Geist von La Silla. Zu den Personen, denen Europas Astronomie ihre herausragende Stellung verdankt, gehört Hans-Emil Schuster. In den 60er Jahren spielte er bei der Auswahl des Berges La Silla in Chile als Standort für die europäische Südsternwarte ESO eine wichtige Rolle. Der Astronom, 1934 in Hamburg geboren, hatte bei Otto Heckmann studiert, dem ersten ESO-Generaldirektor. In der Aufbauphase des Observatoriums auf La Silla wurde er dessen kommissarischer Leiter. Fast drei Jahrzehnte erforschte er von dort aus den Kosmos. Er entdeckte Dutzende von Asteroiden und einige Kometen, darunter den periodischen Kometen Schuster. Der braucht gut 7 Jahre für eine Runde um die Sonne. Zudem war Schuster an den ESO Sky Surveys beteiligt, den systematischen fotografischen Kartierungen des südlichen Sternenhimmels. Er entdeckte eine Supernova, einen Kugelsternhaufen im Sternbild Eridanus und eine Zwerggalaxie im Sternbild Phönix. Im Zeitalter automatischer Teleskope mag das alles nach Routine klingen. Vor einem halben Jahrhundert erforderten solche Beobachtungen viel Geschick und auch etwas Glück. Hans-Emil Schuster ist seit 1991 im Ruhestand. In der Astronomie haben ihn viele vergessen. Das gilt nicht für Chile, das Schuster in Anerkennung seiner Verdienste um die Astronomie im Andenstaat mit dem Bernardo O'Higgins-Orden ehrte, der höchsten Auszeichnung des Landes. Hans-Emil Schuster wird morgen 90 Jahre alt. Sein Komet winkt wieder im Jahr 2028.